Hallo und herzlich willkommen zurück. So. War ja schon recht spannend, so, ne? In letzter Zeit gab es hier viel, viel zu tun für unsere armen Geschütze. Aber das Ding hier, das hat genug Energie. Schon. Zerlegt er das jetzt oder nicht? Oh, kommt da was? Nee, zum Glück nicht. Puh. Der fliegt weg. Von den Reavern. Eieiei, das wär's jetzt noch gewesen. Na, dann lassen wir den mal hier werkeln. Du wieder da. Sehr schön. Ja, das war richtig. Was? Warst du das gerade oben? Ich habe irgendwas gehört. Ich habe nichts gemacht. Nee, wir kriegen keinen Besuch. Das ist schön. Da fliegt weg. Besser ist das. Du bist da oben. Der andere ist schon komplett abgebaut. Nee, das dauert wohl noch. Ach, jetzt da liegt mehr beim Windpark. Der da runtergerutscht? Lacht der schon immer dort? Das Schiff hier, oder was? Nee, den hast du jetzt zerteilt hier unten. Hier unten liegt noch ein bisschen was. Oben, der ist schon weg. Den von vorher. Nice. Oder ist dies bohrend? Hm. Keine Energie mehr. Heftig. So, an denen hat sich noch nichts geändert hier oben an den Windturbinen, alles klar, denn, ach du Scheiße, ist noch mehr Damage. Brauche ich mal eine Verbindungsstrecke da hoch, na das wird lustig. Hier brennt ein Geschütz. Okay. Müssen wir ja. Na komm. Kapazität des Konstruktplaners. Was? Ach, da habe ich noch die anderen drin. Raus. Ja, erstmal Reparatur mal zu. Ja, klar. Sollten wir uns vielleicht auch überlegen, dass wir bei den Geschützen überall Bild und Repair hinbauen? Also. Ist die automatisch mit aktuell ist es die Geschütze, die wir hier an der Basis haben und hier auch dahin zu deinen anderen hin, die sind alle immer in der Reichweite von irgendeinem Build and Repair System. Beim großen hinten, das brennt. Du meinst das hier? Da ist aber direkt ein Build and Repair daneben, also der ist auch heile. Und der hier beim Eresgeschütz. Das ist auch heile. Nee, nicht Eres, beim Warhammer auch Turret. Intakt. Hier unten? Ja, hier brennt. So, ja, ich glaube, das noch nicht eingeschalten. Genau. Ach, hier ist ja schon eine Verbindung, siehst du. Kann ich mich doch hier unten mit anklemmen. Nur mal kurz unterbrechen. Jetzt geht's. Hä? Hat sich angeschaltet oder was? Eigenartig. Mit dem Repair? Ja, genau, das war noch aus, habe ich eben gesehen. Macht ja nichts. Ach, das fällt mir gerade ein, da habe ich noch eine Option gerade vergessen. Ach.
Ach, nicht schon wieder Nebel. Es ist oft jetzt, ne? Boah, ich hasse das mit dem Nebel. Und so stark. Oh, die falsche Taste. G. Förderband. Sehr schön. Internal. Glaube, das wird sau teuer, Förderbandleitung da hochzulegen. Aber wir haben ja eine G. Hast du ja in Massen mitgebracht. Ja, das stimmt. Kobalt haben wir da, Gestein haben wir schon wieder da. Wieso das denn? Interne. Ich bin gerade so ein bisschen hier durch den Nebel leicht orientierungslos, aber zum Glück sind ja mal noch die GPS-Koordinaten hier. Genau so, ja, doch, jetzt habe ich endlich wieder einen Anhaltspunkt. Keine interne mehr. Also Ja, manchmal ist durch es den heftig, Nebel ne? gerade, es ist Kacke irgendwie. Oh, ist richtig, wenn du rauskommst, kriegst du gleich. Da bist du schön Hammer. Deshalb Nebel, das ist richtig kacke irgendwie. Das oben drauf? Ja.